Bildbearbeitungsprogramm gehen.
also eine zweite Ebene von Digicam. In dieser Ebene bearbeitet man dann Bilder. Und dann sieht man hier oben schon eine ganze Menge Icons. Da gibt es natürlich viel, viel, da könnte es viel, viel mehr geben. Ich habe die für mich am wichtigsten erscheinenden Geschichten, die automatische Korrektur, mal Texte hinzufügen, Variation ändern, Helligkeit, Kontrast anpassen, Tonwertkorrekturen, zum Beispiel hier nach Seitenverhältnissen richtig zuschneiden und solche Geschichten schärfen, ja, weich zeichnen und schärfen und rote Augen entfernen und sowas mit untergebracht. Und dann halt so ein paar Buttons, mit denen man einfach hier das nächste Bild anwählen kann. Ne? Ja, und ja, so, ja, und wenn man hier drin ist, dann will man natürlich irgendwas ändern. Und ich sag mal, was ganz häufig vorkommt, ist einfach, dass man sagt, ich möchte Seiten richtig zuschneiden. Seitenrichtig heißt, wenn ich was aufgenommen habe in der Kamera, 4:3 Format, dann möchte ich dieses Format beibehalten und möchte dann einen Ausschnitt wählen, der genauso passt. Wenn man zum Beispiel zum Fotostudio geht oder in eine Drogerie und lässt sich Bilder machen, dann ist es immer blöd, wenn das Format nicht passt. Da hat man entweder oben und unten schwarze Balken oder an der Seite Balken oder Bilder werden einfach rausskaliert und eine Menge abgeschnitten. Und wenn man halt also zuschneidet, so Bilder, dann sollte man das nach Möglichkeit, wenn man sowas vorhat, seitenrichtig machen. Und das ist ein schickes Werkzeug dafür. Jetzt habe ich das hier so eingestellt. Diesen Ausschnitt möchte ich gerne haben. Sage ich okay. Und schon sieht mein Bild so aus. Ne? Und dann drücke ich nochmal auf Speichern und dann wäre das gespeichert. Wenn man JPEG-Bilder bearbeitet, muss man allerdings wissen, dass JPEG ein verlustbehaftetes Format ist. Und jedes Mal, wenn ich speichere, neu aufrufe, wieder was bearbeite und speichere, geht mehr vom Inhalt verloren. Das heißt, also wenn man sowas speichern will, dann sollte man alle Bildbearbeitungsschritte aus dem Original machen und am Ende dann speichern, ne? Dass man die möglichst beste Qualität hat. Es gibt nicht die Möglichkeit, dass er das Original noch behält und nur die Arbeitsstätte speichern kann? Doch, man kann das mittlerweile so umstellen, dass das auch geht, dass er Versionen weglegt. Mhm. Habe ich aber bei mir schnell wieder abgeschaltet, bei vielen 10.000 Bildern ist das irgendwie was. Also was ich mache ist, alle meine Bilder werden nochmal in einem ganz anderen Archivordner unbearbeitet gepackt. Also ich kann später immer nochmal die unbearbeiteten Bilder holen, die liegen ganz woanders nochmal. Wenn mal was schief geht, du löscht aus Versehen was oder vergleichst das total oder so, ne? Dann sollte man immer nochmal eine Kopie haben. Oder beim Speichern neu nachgeben. Ja, kann man auch machen. Zwischendurch, wenn man jetzt, also wenn man jetzt sagen würde, das soll eine zweite Version werden, dann gehen wir hier auf dieses Symbol, dann fragt er hier, das heißt so, und dann mache ich hier für mich persönlich immer so ein kleines Underline runter, dann sehe ich, dass es schon mal bearbeitet. Ne? So, speichern. Und dann haben wir beide Bilder. Wenn wir jetzt also vor und zurück gehen, also zurück, das ist das Original. Ne? Hier, so haben wir angefangen. Jetzt gehen wir da hin und jetzt haben wir das bearbeitete Bild hier dahinter. Ne? Mit dem anderen Namen, das stimmt, das ist natürlich richtig. Das kann man zwischendurch immer mal machen, wenn man solche Geschichten macht. Und wenn man natürlich, ja, wie gesagt, irgendwelche Korrekturen machen will, ja, automatische Korrektur, da steht hier vor und so wäre nach. Also hier die Bilder sind fast richtig belichtet, da ändert sich nicht viel. Ne? Genau, wenn ich mit der Maus hin und her fahre, das ist so ein automatischer Schritt, wenn man ganz lustige Bilder hat oder sowas. Wenn ich also hier reingehe, dann sehe ich so in etwa die Verteilung der Helligkeitsgeschichten. Und dann kann man hier, was weiß ich, wenn ich die dunklen anheben will, dann wird das ganz hell. Ne? Oder wenn ich das ein bisschen dunkler aussehen lassen will, dann kann ich das richtig wie eine Abendstimmung machen. So, ne? kann man also hier alles Mögliche total verfälschen, bis so ein Bild gar nicht mehr erkennbar ist. Ne? Man sieht halt hier gleich immer vorher, nachher. Ne? Nicht immer ist nachher besser als vorher. Gehen leider verbrechen und dann ist es das wieder gewesen. Ja, gut, wenn man Bilder hat, wo der Horizont nicht passt, dann hat man hier ein nettes Tool, mit dem kann man dann. War das? Nee, Quatsch, das ist gar nicht das. Doch, freie Rotation. Dann kann ich hier einen ganz feinen Winkel verdrehen. Ne? Ja, und dann. Oder in größeren Schritten verdrehen und das Ganze dann wegspeichern. Zum Beispiel sagen, so, okay, wenn ich jetzt gerade, wenn ich
ich dann wieder, wenn ich dann wieder ein Bild haben will, was nicht so aussieht, dann könnte ich hier hingehen, noch Seiten richtig zuschneiden und dann wird das Bild natürlich deutlich kleiner. Ne? Und dann hätte ich zum Beispiel wieder ein Bild, wo ich keine schwarzen Bänder drin habe. Okay, so kann man das dann bearbeiten. Ne? Hier gibt es so Werkzeuge, wenn man zum Beispiel in Städten Architektur fotografiert und von unten einen Turm fotografiert, hat man so fallende Linien und die könnte man dann ausgleichen, dass es so aussieht, als ob man von der Totalen drauf guckt und so. Dann kann man, also die perspektivischen Verzeichnungen kann man dann anpassen. Also vielleicht habe ich nachher nochmal ein Beispiel, wo man das sehen kann. Und wenn man das Ganze halt nicht wegspeichern will, dann geht man zum nächsten und sagt verwerten und dann ist das Originalbild noch da. Gut, dass das Ganze so nett funktioniert, ich finde das halt ganz pfiffig, wenn hier die wichtigsten Icons da sind. Man kann natürlich hier hingehen bei Transformation und sieht man dann, dass es da noch eine Menge mehr gibt, als das, was wir hier so drin hatten. Dekorieren gibt es dann hier so Texturen. Hier und da kann man irgendwie hier so eine Mauer runterlegen. Das Ganze hier wie Marmor aussehen lassen, das Ganze dann halt anpassen. Keine Ahnung, also ich nutze das relativ selten. Aber hier, so, mit den Geschichten. Also die Standardbearbeitung, die wir immer zur Verfügung haben, zum Beispiel wenn das Bild von der Kamera nicht richtig aufgenommen ist, dann kann man hier auf ganz schnelle Art und Weise die Bilder halt drehen. Hier sind die ganzen Farbgeschichten drin nochmal. Da sieht man dann so Farbraumreduzierungen nach Schwarz-Weiß handeln, zum Beispiel hier. Also das ist jetzt das ganze Bild auf Schwarz-Weiß umgewandelt, so ist das Original. Solche Funktionen hat man dann halt zur Verfügung. Die ganze Einrichtung geht folgendermaßen. Da sagt man einfach Werkzeugleiste einrichten. Und dann hat man hier jede Menge Menüs. Alles was rechts ist, ist schon oben in den Schritten drin. Ne? Und was links ist, das könnte man noch so einbauen, dass man das als Shortcut zur Verfügung hat hier oben. So, wo man dann einfach auf Symbol klickt. Shortcut ist was anderes als ein Buchstaben, also auf das Symbol klickt. So, das wäre jetzt die Hauptwerkzeuggeschichte. Dann gibt es hier entsprechende Plugins, die da drin sind. Rahmen hinzufügen zum Beispiel könnte man da einfügen, anwenden. Jetzt haben wir hier oben Rahmen hinzufügen mit drin. Ne? So, wenn wir jetzt hier einen Rahmen mit einbauen wollten in das Ding hier, können wir sagen, wie breit soll der Rahmen werden, was soll der für eine Farbe haben, irgendwas, was man deutlich erkennt. Ne? Und dann könnte man dann so Bilder halt mit Rahmen versehen, auch unterschiedlicher Rahmen. Da. Könntest du auch eine Collage erzeugen? Also sprich mehrere Bilder im Grunde in ein großes Bild? Habe ich so noch nicht gemacht mit Digicam selber. Okay. Das habe ich wenn immer mit GIMP gemacht, weil dann kannst du auch verschiedene Größen und dann rein so machen. Also das Ganze, also wie gesagt, jetzt könnte man. Ich habe das schon probiert. Also du hast hier zum Beispiel die Möglichkeit, jetzt nicht hier in dem Bearbeitungsschritt selber, mach den mal klein. So Stapelverarbeitung, ne? Da kannst du reingehen und kannst hier dann so Standardbearbeitungsschritte, die Sinn machen, zusammenfügen. Vorher wählst du natürlich die vielen Bilder aus, die du da drin haben willst. Das habe ich eben nur eins ausgewählt. Und dann kannst du hier all die Bearbeitungswerkzeuge, die man einzeln machen kann, wenn du sie anwählen und dann über alle Bilder anwählen. Und ich weiß nicht, ob da sowas drin ist. Also,
wie gesagt, jetzt speziell die Collage kann ich dir nicht so sagen, habe ich noch nicht gemacht. Zum Beispiel, wenn man alle möglichen Bilder umbenennen will, kann man das auch über dieses Werkzeug machen. Oder wenn man sagt, meine Kamera war falsch eingestellt, die hat durchweg zu dunkle Bilder gemacht, dann probierst du das an ein, zwei Bildern mal aus, exemplarisch, wie viel Helligkeit, wie viel Geschichten du dazugeben willst, und dann stellst du das hier ein und wendest das dann auf alle Bilder an. Dann brauchst du nicht jedes Bild einzeln anfassen, sondern du sagst, die ganze Serie, die ich aufgenommen habe, wird auf einen Schlag geändert. Ne? Das könnte man also hier mit dieser Stapelverarbeitung machen. Was ich sehr häufig anwende ist, so, machen wir mal so, das ist zum Beispiel dann, wenn ich alles fertig bearbeitet habe, dass ich zum Exportieren gehe. Hier beim Exportieren sieht man schon, dass die zu iPod, zu allen möglichen Flickr, also die sagen mir alle gar nichts, diese vielen Seiten. Die haben also Exportschnittstellen zu allen möglichen Internetdiensten, zu Flash, auch zu E-Mail ist hier irgendwo drin. Wenn ich E-Mail versenden, runter. Ah, da, alles klar. Der E-Mail versenden. Was ich benutze, ist zu HTML. Wenn ich zum Beispiel was auf der Homepage machen will, dann würde ich jetzt was weiß ich hier, so zwei Länger, die ich exportieren will, anwählen. Und dann geht man auch weiter. Jetzt habe ich natürlich hier, das sehe ich auch, was ich vergessen habe, ich habe nämlich hier ein paar Plugins drin, die ich standardmäßig benutze, die nicht Standard im Digicam sind, aber die führe ich dann im Internet vor. Dann könnt ihr Bilder sehen, so wie das aussieht. Aber im Prinzip geht das genauso wie hier. Ich sage einfach mal eine klassische Ansicht, dann sieht man hier nebenan, wie das dann am Ende aussieht, was man da als HTML macht. Ne? Hier, ich wähle einfach mal wirklich hier so eine klassische Ansicht. Und dann geht es auch weiter und dann kann man hier festlegen, welche Farben, welche Schriftgrößen verwendet werden sollen. Ich lasse das jetzt alles mal erstmal Standard. Dann die Qualität vom JPEG und die Qualität der Vorschaubilder, wie die aussehen sollen. Ob man auch Originalbilder dazu packen will. Wenn man viel Webspace hat, könnte man die Originalbilder in der Originalgröße hinpacken. Dann können sich die Leute die dann später runterladen. Also wirklich die Originalbilder und nicht nur die kleiner gerechneten. Denn bei dem Export will man ja, gerade fürs Internet, früher war das mal ganz wichtig, dass man halt Bilder in der Größe hatte, die man in der endlichen Zeit runterladen konnte. Heute mit den Bandbreiten tritt das immer mehr in den Hintergrund. Aber ich sag mal, ich lasse das jetzt einfach hier mal so. So, und dann sucht man sich den Zielordner aus. Home, mal gucken, nicht da rein, sondern hier, was weiß ich, nach Public HTML rein. Ah, neuer Ordner, da. Und der heißt natürlich Test, ne? Ist so. Okay. So, und in den Ordner soll er das exportieren. Ne? So, jetzt habe ich halt zwei Ordner mit Bildern angewählt, die habe ich mir nicht angeguckt, die da drin sind. Die hätte ich natürlich vorher alle so bearbeitet, wie ich sie haben will. Und jetzt rechnet er hier. Ich hoffe, dass das, doch ja, das ist nicht so groß. Und Akkad hier kommt irgendwie nicht in Gang. Mal sehen, was er da macht. Die ist schon fertig. Ah ja, so. Die Webseite, die würde dann so aussehen. Wie hier. Ne? So, ich habe zwei Ordner angewählt. Da ist dann der Standardname drin. Hier sieht man, wie viele Bilder da drin sind. Ne? Und dann kann ich da einfach reingehen und kann hier die Bilder, die in dem Ordner waren, anschauen. Klick da drauf. Das ist natürlich jetzt für diesen Ausschnitt von Beamer nicht optimal skaliert. Das ist eigentlich noch zu groß dafür. Ne? Und dann kann ich hier durchgehen. Hier oben. Und einfach die Bilder durchklicken. Und normalerweise, jetzt drücke ich mal die F11-Taste, das ist ja ein Browser, der hier aufgeht. Ne? Müssten wir also kleiner skalieren, dass wir diese ganzen Bilder da so sehen. Da hat man eine ganz einfache Navigation, ne? Mit der Übersicht. Und ja, spielt sich das Ganze einfach auf seine Webseite und macht einen Link auf die Bilder und ist dann fertig. Was ich mache, ist ein bisschen.
Das ist ein bisschen was anderes. Machen wir den auf hier. Hier sind zum Beispiel jede Menge so eine Bilder drin. Das ist, da sieht man jetzt so eine Liste, zum Beispiel aus 2013. Ich glaube, das eben habe ich hier auch eben als Beispiel gehabt. Ne? Sieht dann so aus. Und da kann man dann halt auf die nächste Seite springen. Wenn man hier irgendwo reingeht, dann skaliert er automatisch die Bilder auf die Auflösung, die man hat hier. Ne? Entweder zu Fuß weiter oder halt komplett automatisch, wenn jetzt die nächsten Bilder kommen. Ja. Also das ist das Plugin, da ist ein bisschen Java dahinter und ist ja das, was heute so modern wird. Ne? Und, aber es geht über, der Export ist genau der gleiche, nur dass man da ein anderes Plugin anwählt und das liegt standardmäßig nicht beim Digicam dabei, sondern das bindet man halt selber in Digicam ein und kann das dann nutzen und da kommt dann so ein Ergebnis raus. Aber das ist dann Flash, also kein CSS oder sowas? Das ist kein Flash. Okay. Das ist einfach nur Java. Cool. Was da nee, ich frag, weil Flash ja eigentlich am Aussterben ist, Gott sei Dank. Nee, Flash ist da nicht durch dabei. Und wie kann man diese Plugins installieren? Runterladen aus dem Internet, in den Plugin-Ordner rein und dann ist das da. Das habe ich jetzt leider so nicht dabei. Also das war jetzt hier letztes Jahr das Hochwasser an der Elbe, wo wir da Katastrophentourismus gefahren sind. Nee. Die waren froh in Tangermünde, dass Leute gekommen sind, weil keine Touristen da waren, obwohl in Tangermünde selber kein Hochwasser war. Ja. Das sind so die Ergebnisse, die aus Digicam rauskommen. Mit dem Menschen. So. Gehen wieder nach Digicam rein. Das heißt, dass die Plugins nicht über die JAST installiert, über die normalen Repositories? Nee, das findest du nur im Internet, dieses spezielle. Das gibt es auch für Windows und für Links. Das hat mal irgendein Fotograf aus Baldova, das Ding, das ist schon richtig pfiffig gemacht. Und der hat eine Zeit lang auch mit Digicam gearbeitet und hat dann seine Sachen auch an Digicam angepasst. Da gibt es halt ein paar verschiedene, die dann auch unterschiedliche Oberflächen erzeugen, aber die kannst du dann in dem Plugin weitestgehend anpassen. Also wie groß die Bilder werden sollen, welche Rahmenfarben, welche Hintergründe und wie viel Bilder auf der Übersichtsseite zu sehen sind und. Ne? Also, ist der Plugin-Ordner im Home-Verzeichnis? Das heißt, du kannst den bei dir im Home-Verzeichnis installieren, dann hast nur du dieses Plugin. Man kann ihn aber auch in ein Standardverzeichnis installieren auf der Maschine, dann hat jeder User unter Linux, der Digicam benutzt, hat dann dieses Plugin zur Verfügung. Okay. Also den Pfad dahin kann ich nachliefern, das führt mir gerade einen Nerv. Also auf meinem anderen Rechner ist das alles drauf, aber ich habe jetzt nicht dran gedacht, ich habe das hier vor ein paar Tagen installiert und gemacht und dann hier geguckt und habe da nicht dran gedacht, an die Stelle. Was halt nur wichtig ist, also man hat hier irre viele Exportmöglichkeiten, um wirklich nach zu Facebook, was ich nie benutzen würde, sagen die Mira. Ich benutze es halt noch nicht. Und, oder halt, ich sag mal, als E-Mail. Ne? Also jetzt haben wir nur ein Bild, aber wenn du jetzt zum Beispiel hier sagst, du willst diese vier Bilder per E-Mail verschicken, ne? Und zwar nicht das Original, sondern halt ein bisschen kleiner gerechnet, dann sagst du halt per E-Mail verschicken. Ne? Dann sieht man nochmal, welche Bilder das sind und dann kannst du halt sagen, welches E-Mail-Programm du hast. Ne? In diesem Fall wäre das hier, glaube ich, Kmail. Und die maximale Größe musst du von deinem Provider wissen. Manche begrenzen das halt auf 5 Megabyte oder so. Ne? Dann sagst du hier 5 Megabyte. So, und ob du dann noch zusätzliche Informationen anhängen willst, kannst du anklicken und dann geht's weiter. Ne? So. Lässt er mich jetzt hier nicht dran ans Ende? Bildeigenschaften einstellen, den Haken reinsetzen oben. Ach, da, ja, genau, da. Nee, einer gut. Genau, und dann kann ich hier wirklich die Größe anwählen, die ich damit verschicken will. Ne? Die Qualität hier noch hochsetzen zum Beispiel, damit die Dateien wieder ein bisschen größer werden. So, und dann sagst du einfach OK.
Dann rechnet er die vier Bilder. So. Und jetzt ist KMBL aufgegangen. Und jetzt haben wir, jetzt kannst du natürlich hier deine E-Mail-Adresse eingeben, den Betreff, ne? Wie man das ordentlich macht. Und natürlich einen Text. So, muss reichen für heute. Ne? Und du siehst hier auch gleich die Größe, die es gerechnet ist. Also hier war kein Problem. Wenn wir jetzt einen riesen Ordner genommen hätten, ich habe 5 Megabyte begrenzt, der würde dann genau so lange rechnen, bis die 5 Megabyte voll sind. Und dann fängt er mit einer zweiten E-Mail an und macht den Rest in der zweiten E-Mail rein. Habe ich schon probiert, das geht definitiv. Und dann, ja, dann, wenn jetzt das E-Mail-Programm richtig eingerichtet ist, noch eine E-Mail-Adresse und dann geht ab die Post, ne? Sind die E-Mails und die Sachen weg. Ne? Also das wäre jetzt der Export ins E-Mail-Programm rein. Wenn wir hier gucken wollen, die Qualität, können wir das glaube ich jetzt anschauen hier. Naja, genau, hier haben wir jetzt, hier, ne? Das ist kleiner gerechnet, ist jetzt kleiner als der Bildschirm, wir haben ja 600, 800 gesagt. Ist dann hier. Bild. Also das ist die Größe, die wir gerechnet haben, ne, von dem Bild. So. Das Ganze hier, ne? Das noch auch zu verwerten. Ja. So. Dann gibt es hier ein paar nette Geschichten. Also wenn man also neue Bilder hier einfügen will, kann man das entweder hier in dem Programm machen oder man geht halt in den Datei. Manager und fügt halt da die Ordner ein und dann hat man die Struktur hier gleich das nächste Mal beim Öffnen von Digicam zur Verfügung. Wir haben hier ein paar ganz nette Geschichten, da haben wir jetzt noch nichts drin, Stichwörter, meine anderen Geschichten werden hier drin. Aber hier gibt es zum Beispiel eine Ansicht, da sieht man gleich, aha, ich habe Bilder von 2008, 2010, 12, 13, 14. Wenn mich Bilder aus 2011 interessieren, klicke ich da drauf, sehe ich, habe welche von Januar, welche von Oktober und welche von Dezember. Ne? Und wenn man weiß, wann das Ereignis war, dann geht man da halt rein und dann kriegt man alle Bilder angezeigt, die da waren. Mal gucken, jetzt haben wir hier eine Menge, wenn ich da drauf klicke, ja, dann zeigt er alle Ordner an. Hier, da waren hier, da sieht man jetzt die Ordnergrößen. So. Und wenn man halt weiß, ah, das Ereignis war im Mai, dann klickt man da drauf und dann guckt man sich den Mai an. Ne? Und wenn ich das alles jetzt zum Beispiel als Diagramm machen will, was ich ja auch häufiger mache, wenn die geht, also diese Bilder sind unbearbeitet, die habe ich nur umkopiert heute. Diagramm war glaube ich F6, aber wir können auch bei Ansicht gucken, oder F9. Diagramm F9 mal. So. Ja, und dann macht man von den Bildern, die hier sind, einfach eine Diagramm. Wenn man die Maus in die Hand nimmt, das Mausrad, dann kann man auch, hier, das ist angebrannt, das Ding, der hat den Auspuff verlegt, der Bremsmod ist, man steht ab. Ja, also das war jetzt so ein Treffen, wo wir mit Motorrädern und Geländewagen unterwegs waren. Wo war das denn? In Brakel. Ja, das war, das ist hier auch ein, wie man sieht, hat einer so ein Bild hinten auf sein LKW draufgepackt. Ne? Also, das war ziemlich lustig beim Reinfahren hier. Die haben nämlich selbst Geländewagen mit Allrad mit einem Trecker rein und rausgeschleppt. So manchig war das da. Das ist kein Witz. Rausfahren konnten sie dann später, nach 2 Tagen, wie es abgetrocknet war, aber die haben sie echt mit Treckern reingeschleppt. Ja, die sind nicht reingekommen. So manchig war das da. Das Heilstandtreffen. Boah. Ja. Also der Tatra hier, ja, der hätte man nur in Kurzzeit gehen sollen. Der kommt jedes Jahr, der meldet das für eine Woche an und dann ist das ganze Jahr wieder abgemeldet, das Ding. Naja. Gut, was auch immer. Können wir abbrechen. Man kann. Man hat auch andere Möglichkeiten der Diashow, wie man hier sieht, nicht so der Standard, sondern eine erweiterte Diashow. Da gibt es dann so Effekte, die gerechnet werden. Mal sehen, ob der Rechner hier...
Gut, so viel zur Dia-Show. Ist irgendwo in Frankreich. Das Ganze. So, dann kann man natürlich Beschriftungen anzeigen lassen, wenn man also irgendwelche Kommentare gegeben hat und so weiter. Ich sollte nicht weiter. So, das ist das mit den. Also, das war jetzt der Zeitstrahl. Also, eine sehr praktische Geschichte. Ich ordne meine Bilder sowieso schon chronologisch. Ne? Und also sieht man mir an den Ordnern, ne, dass ich das da vorschreibe. Aber anhand der Metainformationen scannt er halt alle Bilder durch. Das hat er in der Datenbank liegen. Digicam legt also eine SQL-Lite-Datenbank an, wenn man nichts ändert. Man kann allerdings auch einfach eine MySQL-Datenbank angeben und hat dann noch andere Möglichkeiten, auch mit anderen Programmen auf die Informationen und Bilder zuzugreifen. Habe ich schon mal gemacht, kann ich jetzt aber nicht vorführen, muss ich mich auch einlesen. Ne? Also ist nicht wirklich schlimm, das zu machen. Ne? Gibt es auch eine Möglichkeit, das auf mehreren Rechnern zu nutzen, also dass man das eben über den Server laufen lässt? Ja, du kannst externe Bildquellen mittlerweile angeben. Früher war das mal nicht der Fall. Da war das wirklich ganz starr auf dieses Verzeichnis gemünzt. Du kannst jetzt also zum Beispiel USB-Sticks anbinden, also reinstecken, einbinden und dann fragt er nach dem USB-Stick. Wenn du den natürlich nicht zur Verfügung hast, kommst du hin und du kannst auch Netzlaufwerke einbinden. Das geht mittlerweile, ja. Also auch Master. Wenn du den hast. Wenn ich auch digital hätte, dann würde er die gleichen Informationen. Du müsstest dann das Hauptverzeichnis auf den Server legen, weil ja die Datenbank, ich zeige dir das hier gleich mal in Wörtchen, also letztendlich hier, wie man sieht, das hier vorne ist nur ein Link. Ne? Ich habe in dem Verzeichnis nicht wirklich die ganzen Bilder liegen, die ich da habe, sondern ich habe jetzt hier original nur diese drei Ordner und habe jetzt einen Archivordner per Link hier reingelegt. Ne? Die ganzen Informationen, das sind einmal die Submails, sieht man, da rechnet er diese Vorschaubildchen, damit er die schnell kriegt, die wird groß. Und alle anderen Informationen, die Metainformationen und Schriftungen, wenn man eine Klassifizierung vornimmt, die sind alle in der anderen, also in dem anderen Datenbankordner drin und die sind verkoppelt miteinander. Also und so kann man hier auch Netzlaufwerke mit reinnehmen. Und dann müsste man den Hauptordner auf dem Netzlaufwerk liegen haben. Ist natürlich dann Käse, wenn du kein Netzlaufwerk zur Verfügung hast, ist das auch nicht so dabei. Muss man halt überlegen, was man will. Ne? Aber das, also wenn du diese beiden Ordner, den kompletten Ordner woanders hinkopierst und rufst ihn von da auf, mit Digicam, dann funktioniert der auch sofort. Ne? Wenn die und wenn du zwei Leute gleichzeitig aufzubauen, ist wahrscheinlich. Der letzte gewinnt, das ist halt so. Es sei denn, du hast ein richtiges Datenbankprogramm, was, wenn einer darauf zugreift, für die anderen nur noch Lesen zur Verfügung steht und so. Ansonsten gilt bei all diesen Geschichten der letzte Gewinn. Ist einfach so. Ne? Ja. Das ist das mit der Geschichte. Jetzt gehen wir mal ein bisschen systematisch durch. Hier gibt es so einen Zeitstrahl, das ist sowas Ähnliches, nur dass wir hier gleich hier oben, hier kann man dann an den Zeitstrahl angehen. Und dann hier zum Beispiel da hinklicken und dann sieht man die Bilder von da an. Das Telefonzentral oder? Ja, Hauptzentral. Das ist eine Unterverteilung von der Telefonanlage, wo ich eine kleine Trittschaltung eingebaut habe. Das ist nämlich genau die Türklinge. Die hier ist mit einem Kondensator und links, wenn du draußen auf die Tür klingelst, dann klingeln die Telefone. Das ist über einen Alarmkontakt gemacht. Ja. Das ist typisch Elektriker. Ja, wenn man das jetzt also bearbeitet. Ja, das ist ja noch dabei. Schönheit. Ja, ich bin verwirrt. Einfach schön heute. Schon muss ich. Ja, nachvollziehbar. Seiten richtig zuschneiden hier, ne? Ich mach das hier alle sehen. So. Okay, so sieht man das schon besser. So werden die Farben auch deutlich. Genau. Ja. Dann siehst du genau, was du geklemmt hast. Und wenn man das hier richtig scheiße machen will. Ja. So. Ah ja, jetzt hat er gerechnet. So.
ganz hell gemacht. Also das Original war schon recht gut fotografiert. Ja, also so kann man das machen mit den Dingen. Was soll ich sonst noch dazu sagen? Beschriften, genau. Ja, Beschriften habe ich ja extra ausgeführt hier, Text. So, ne? Und ist aber normal, jetzt sind wir bestimmt die Größe irgendwo einstellen können. So. Das ist ein bisschen, das ist eine Größe, die macht mehr Sinn. Ne? Stelle, aber dass das die Tür klingelt, sieht gut aus, die Tür klingelt. Ja, ne? So. Gut, was auch immer. Das müssen jetzt auf die Brille. Ja, und. Genau. So, wollen wir mal schauen. Farbe. Schwarz-Weiß hatten wir schon. Viele Sachen. Ja, bei dem Bild sieht man es nicht so toll. Also wenn man ein Bild farbmäßig nicht verändern will, sondern heller machen will, dann dreht man an den Gamma-Knopf. Ne? Also der Farbeindruck sollte in etwa bleiben, aber es wird heller. Ne? Und wenn man hier, ne? So ist es original, jetzt wird es nur heller. Ne? So, und wenn ich den Kontrast angeben will, dann kann ich hier ordentlich Kontrast dazu geben, dann sieht man, hier oben sieht man mal, was mit den Farben gemacht wird. Dann verschwinden natürlich ein paar Sachen draus. Ja, so ganz kräftig. Oder wenn man ein ganz blaues Bild macht, hier, dann ist fast kein Kontrast mehr drin. Wenn man das hier so in der Mitte zusammenschiebt. Ja. So. Also an den Knöpfen gibt es viele. Man muss natürlich wissen, was man will und was man mit was bewirkt. Und dann kann man das halt einstellen. Bei den Sachen. So Farben. Ja, schwarz-weiß. Also das, was ich benutze, ist häufig automatisch, kann man mal probieren. Muss man dann gucken, wenn man wenig weiß drin hat oder wenig schwarz und man macht eine automatische Korrektur, dann hat man hinterher meistens tierische Farbverfälschungen im Bild drin und dann lässt man das mit dem automatischen Korrigieren. Ne? Dann geht man besser hier, so wie hier, zu Fuß hin und sagt, okay, wenn es dunkler werden soll, da mal weg. Ne? Jetzt rechnet er ein bisschen, das war ein großes Bild. Nicht so viel dunkler geworden. Ja, hier, ne? Dann macht man das eher mit diesem Regler. So, verbessern. Da müssten wir jetzt mal was raussuchen. Ein richtig schlechtes Bild. Kann man halt nachschärfen, weichzeichnen. Zum Beispiel. Wenn man so richtig was sieht. Hier, ne? So langsam wird es unscharf, ne? So. Das ist dann ein bisschen übertrieben, es sei denn, man will die Bilder so verpixeln, ne? Dann weiß man, der Wert ist nicht ganz so toll gewesen. So mit 10. Meine Chance, so ein Bild umgekehrt, wenn es verwackelt ist, dann wieder irgendwie ein bisschen. Ja, machen wir jetzt mal. Jetzt sage ich okay. Ja. Jetzt ist das Bild unscharf gemacht. Ja. Und jetzt gehen wir mal wieder hin und sagen, wir wollen schärfen. Einfach schärfen, ich mache das immer mit unscharf maskieren. So, dann wollen wir mal gucken. Ob er das ein bisschen wieder hinkriegt. Es wirkt dann auch relativ schnell. Und natürlich, ne? Also es sieht schärfer aus, aber es wirkt nicht wirklich so wie das Original. Ne? Können wir auch hier da nochmal ausprobieren. Also ein bisschen schärfer ist es geworden. Ne? Das ist nachher, vor dem Rechnen. Ich kann das auch mit einem anderen Radius nochmal machen lassen. Aber man sieht, ne?
Wenn man das Original hat, wäre schon besser. Ne? Das ist auch so ein bisschen ausprobieren, was da wirklich ausprobieren. Und im Zweifelsfall immer nur ganz leicht korrigieren, ne? Wenn man das so will. Ne? Würde man damit auch so verrauschte Bilder, die so in Räumen aufgenommen sind? Verrauschte gibt es dann extra. Hier Rauschunterdrückung und solche Geschichten. Mhm. Abbrechen. Ah ja, das habe ich jetzt. Das, ach ja, jetzt kann ich auch verwerfen gehen. Dann haben wir das Original wieder. Ne? Ich habe das auch verwerfen. Belegen. Da will er mal. Weil du es ausgeschnitten hast. Ah ja. Okay. Dann gehen wir da wieder rein. Wie gesagt, es ist alles besser hier noch. Ne? Mit den Sachen in 25 Tagen wollen sie. Ich habe gestern abgedatet nochmal. Soll das auf den Markt kommen? Im Augenblick, wenn man mit dem GIMP-Originalformat in die ICAM arbeitet, da stürzt es gnadenlos ab. Also das ist noch ein Fehler. Der ist mir aufgefallen, den werde ich wohl morgen melden. Ne? In der Version, mal gucken. Gibt es da sowas wie eine Funktion, ja, optimiere mir die Bilder für eine Ausgabe auf meinem 16:9 Bildschirm? Ja, das ist Art. 16:9, ja, das müsste man dann mit den Seiten richtig zuschneiden und dann als Stapelverarbeitung machen, wenn du das auf alle anwenden willst. Ne? Extras, Stapelverarbeitung. Hier, allerdings kannst du auch, brauchst nicht in dieses große Verarbeitungswerkzeug rein, wenn du nur die Größe ändern willst, kannst du das auch hier mitmachen. Nee, das ist nur die Vorschaubilder. Nein, das ist ja nicht wirklich auf die Bilder anwenden. So, eindimensional und dann gehst du in die Einstellungen. So, jetzt müsste aber allerdings sehe ich jetzt hier keine. Nee, das sind nur die Filter, die ihr anwendet. Also die Größen muss man hier noch zu Fuß festlegen. Dann müsste man dann auch auf zweidimensional gehen. Das ist aber die proportionale Einstellung. Dann über die Einstellung das machen. Weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht. Habe ich noch nicht gemacht. Also ein Kollege, der das gemacht hat für seine iPad-Geschichten, wo er das genau auf die Größen skaliert haben wollte und auch kleine, also nicht in den Speicherplatz zu packen muss, der hat das mit Display hier Convert, also genau, Image Magic gemacht. Crop und sowas. Genau. Da rein. Also wenn du wirklich nur die Größen ändern willst, hat er damit gerechnet und das auch von uns gleich wird und dann darüber gepackt und fertig. Ne? Ja. So, jetzt sind wir ein bisschen durcheinander gesprungen. Dann muss ich mal auch alles haben. Ja, die Sachen habe ich. Achso, ja, dann gehen wir mal durch die Bilder hier nochmal, ganz normal Dings rein. Weiß ich so, jetzt bist du halt hier am Durchgucken, ne? Und du sagst dann hier, das ist ein Bild, das muss auf jeden Fall, das kriegt hier. Jetzt waren natürlich alle angewählt, also alle Bilder, die angewählt waren, kriegen die 4 Sterne oder halt wieder gar keinen Stern. Ne? Wenn man einzelne Bilder haben will, muss man halt einzelne Bilder auswählen und dann kann man hier sagen, wie viele Sterne die haben sollen. Also eine Klassifizierung vornehmen, ne? Hier, was weiß ich, 5 Sterne. 2 Sterne, 3 und wie auch immer. Ne? So hat man halt sich viel Mühe gemacht und dann kann man hier unten hingehen und kann dann nach Sternen filtern. Irgendwo war es jedenfalls früher mal so. Mal gucken. Ob ich das jetzt auch gleich noch wahrscheinlich oben über Ansicht, oder? Normalerweise ist das hier unten in den Links mit drin gewesen. Ne? Ja. Ah, hier, das haben sie nach da gepackt. So, jetzt habe ich alle Bilder rausgefiltert, die mindestens 2 Sterne haben. Ja, hier, man sieht, 2 Sterne und mehr natürlich. Ne? Und wenn ich dann die mit 4 Sternen haben will, das sind dann nur diese 3 Bilder. Ne? Und die mit 5 Sternen bleibt das eine übrig. Ne? Und so, also so mache ich das, wenn ich, was weiß ich, 500 Urlaubsbilder oder 300 habe. Und ich sage, also maximal
20 oder so. Ne? Dann gehe ich dann durch, fange erstmal an und dann vergebe ich Sterne. Ne? So mit den Geschichten. Und am Ende filtere ich dann einfach. Alle Bilder sind natürlich nach wie vor in dem Ordner, aber wenn ich dann exportiere, habe ich mit Sternen gefiltert und kriege dann genau meine 20 exportiert. Ne? Und muss die nicht in dem Augenblick einzeln auswählen, die Information, sondern die bleibt ja erhalten, weil ich die Klassifizierung da drin habe. Ne? Und du kannst natürlich hier auch Stichwörter kreieren. Da muss man irgendwie neue Stichwörter einbauen. Das haben sie alles ein bisschen geändert. Da filtert man es nur. Die muss man ja, das geht hier oben dann, glaube ich, darüber. Stichwörter, neue Stichwort. So, jetzt haben wir ein Stichwort zur Verfügung. Da kann man natürlich eine Menge Stichwörter reinschreiben, die dann auch alle zur Verfügung stehen. Machen wir hier gleich nochmal neue Stichwort. So, und gehen hier unten und lassen alle Bilder wieder zu. Und das machen wir weg hier. So, und wenn man jetzt halt bestimmte Bilder nimmt und sagt, hier zum Beispiel, die drei Bilder möchte ich beschriften. Stichwort zuweisen. Kürzlich zugewiesene Stichwörter. Ach, weitere Stichwörter. Oh Mann. So, die sollen jetzt alle Wahlen kriegen. Das haben sie eigentlich verschwinden besser. Oder das liegt da mal im kleinen Bildschirm, weil sonst war das alles komplett in einer Maske drin. So, und jetzt müssten die Bilder mit Stichwort hier drin sein. Wenn das geklappt hat. So, dann wollen wir hier mal nach Stichwörtern suchen. Ach ja, hier unten, da stehen sie. Ne? Bahn. So, ne? Und dann hat er über Stichwortsuche die Bilder ausgesucht. Also, wenn man mit solchen Geschichten anfängt, die Sterne, Stichworte, und ich habe damit eine Menge gearbeitet, weil ich... was weiß ich, man hat dann Bilder, die passen halt in die eine und Bilder in die andere und in die nächste Kategorie. Und du willst ja nicht alle redundant anlegen, also dreimal das Bild letztendlich hinkopieren, sondern du hast das in den Ordnern und willst halt nach bestimmten Sachen dann suchen können. Ne? Wie zum Beispiel Motorradfahren. Ziehst du das durch, dann ist es aber auch wichtig, wenn man das macht, dass man sich die Datenbankdateien weglegt. Wenn die Datenbank irgendwann mal crashen geht, aus irgendwelchen Gründen, oder man löscht die weg oder so, dass man die Sachen hat und natürlich auch die Originalstruktur der Bilder und der Bildnamen, ne, dass man die hat. So, dass wenn da mal was verloren geht, man die Bilder wieder da reinpackt und die Datenbank reinpackt und dann läuft das alles wieder. Ne? Also ich habe zum Beispiel mal eine Geschichte gehabt, da gab es irgendein Versionsupdate von Digicam und dabei hat er die Datenbank komplett gecrashed. Ne? War natürlich gut, dass ich einen kompletten Backup hatte von dem Home-Verzeichnis. Ne? Dann gehst du dann wieder zurück. Und dann bist du dann mit dem Backup etwas vorsichtiger. Und irgendwann, der Fehler war dann nach ein paar Wochen auch bekannt und draußen und weg und dann kannst du es wieder mit der neuen Version benutzen. So. Also diese Zusatzinformationen, die unter Bild sind, die sind nicht in den Bilddateien drin. Die werden in der Datenbank gehalten. Du kannst aber auch, jetzt gehen wir nochmal in die Einstellung zu Digicam rein, das kannst du alles festlegen. Du kannst das so festlegen, dass er diese Informationen auch in die Bilder reinschreibt. So, jetzt muss ich mal gucken. So, und zwar geht das mit den Metadaten, glaube ich. So. Irgendwo kann man das einstellen, dass er die auch komplett in die Bilder mit reinnimmt. Also wenn du das erste Mal die Digicam startest, das allererste Mal, da macht er 5 oder 6 Abfrageseiten, kommen da. Und da fragt er wirklich genau, was du machen willst, ob du zum Beispiel kleine Vorschaubilder haben willst, große Vorschaubilder, ob er die Informationen, die du reingibst, nur in der Datenbank halten soll oder auch in die Metadaten reinschreiben. Das kann man mit Sicherheit hier umstellen, ich muss halt jetzt mal wirklich gucken und suchen, wo man das anklickt. Ich kann dir das so gar nicht sagen, weil das mache ich einmal
In Datei, in Metadaten schreiben oder sowas, habe ich das, glaube ich, mal gesehen. Da steht doch Lesen und Schreiben der Metadaten aus Nebendateien lesen oder in Nebendateien schreiben da. In Nebendateien schreiben, da. Nee, das ist nochmal dran. Also, kann ich dir so nicht sagen. Aber das kann sein, dass das hier oben ist die Daten. Und hier gibt es dann welche Daten. Ja, das ist SQLite. Und da steht der Postgres einzufällig? Habe ich nie gemacht. Also ich habe es nur mit MySQL gemacht und da steht hier immer noch experimentell. Also okay. Mit MySQL habe ich es mal gemacht, ja. Das hat funktioniert. Aber ich hab so ungefähr 20.000, 25.000 Bilder auf dem anderen Rechner drauf. So in etwa. Das ist überhaupt kein Problem von der Verarbeitungsgeschwindigkeit mit dem SQL-Reiter. Also das ist noch keine Größenordnung, wo es da irgendwelche Begrenzungen gibt. Also du musst ja den Rechner haben, musst ordentlich Hauptspeicher haben und du musst so, aber alles, was wir heute am Rechner so verwenden können, das, ja. Das hier ist ein normaler Dual-Core 2 hier, der hier läuft, ne? Von Intel. Nichts Besonderes. Aber würdest du das denn empfehlen, die Metadaten, das Original-Bild reinzuspeichern oder über die Daten? Kommt drauf an, mit was für einem anderen Programm man die Bilder auch noch bearbeiten will. Manche andere Programme mögen das dann nicht, wenn die nicht so Standard sind, die Metadaten. Ne? Also bei Bildagenturen musst du es machen. Also weil die daraus ja ihre Keywords dann halt ziehen, also die dann in die Suchmaschine und sowas dann halt hinzugen. Ja, das ist jetzt hier die Frage, die du vorhin hattest. Also, hier Sammlung in Netzwerkfreigaben, Sammlung auf Wechseldatenträger und die lokale Geschichte. Ne? Da kannst du das ändern und ergänzen. Also die Albenansichten einstellen, das hatten wir schon. So, Albenkategorien, da kann man... Also so ein paar vordefinierte und dann man kann wie gesagt eigene hier hinzufügen. Auch Kurzinfos. So. So, und die kann man natürlich auch anzeigen lassen. Und dann, ja, je mehr man von diesen Sachen immer standardmäßig anzeigen lässt, desto langsamer wird das natürlich, wenn man durch die Bilder blättert. Und deswegen habe ich das einfach ausgeschaltet. Ne? Die Metadaten hatten wir eben schon mal. Ich meine, es war ein Datei, also Metadaten, also das hat das synchronisiert von der SQLite. Wir finden hier gleich durch, ja. Vorlagen, Dateizuordnung, zusätzlich. Also das sind nur die Geschichten. Editorfenster, was er da macht. Bilder bearbeiten. So, vorhin war die Frage, ob er auch... Bildgenerationen anlegt. Und wenn man ein Bild versorgt hat, dass die anderen noch da sind, dann müsste man hier umschalten. Und jetzt würde er Versionen anlegen von den Bildern, wenn man bearbeitet. Und dann hat man automatisch auch ältere Versionen. Braucht natürlich alle Speicherplatz, belegt Festplattenplatz und braucht natürlich auch ein bisschen Rechenzeit. Ne? Also hier an den Stellen kann man das dann halt einstellen. Aber früher ging das nie und ich arbeite damit ja schon viele Jahre und ich habe das einfach, so wie ich immer arbeite, so belassen. Ne? So, die Möglichkeit besteht da. Also wenn man einen ordentlichen Rechner hat, der richtig Power hat, kann man auch hier Voreinstellungen mit 16-Bit machen. Dann sehen die Bilder noch ein bisschen toller aus, auch die Voransichten ein bisschen schöner, weil das kostet natürlich Rechenzeit, wenn man mit 16-Bit anstelle mit 8-Bit rechnet. So. Bilder speichern. Wer sich da unsicher ist und Speicherplatz zur Verfügung hat, stellt das hier lieber so um die 90, 95 rein. Und ja, stellt auch verlustfreie JPEG 2000 Komprimierung bei PNG. Kompression kann man immer die höchste Zahl einstellen. Das kostet nur Rechenzeit. PNG ist ein nicht verlustbehaftetes Dateiformat für Bilder. Die sind dann auch immer deutlich größer. Ne? Also das ist das, was früher GIF für 256 Farbenbilder war. Das ist PNG eigentlich so für, ich sag mal, Texte, Strichgrafiken und Dinger. Die sehen dann hinterher richtig toll aus. Wenn du sowas mit JPEG machst, hast du immer ausgefranste Kanten und sieht so ein bisschen unscharf aus oder so, ne? Weil der Rechenalgorithmus von JPEG auf normale, natürliche Bilder ausgelegt ist und nicht auf, ich sag mal, Tortenstrichgrafiken oder irgendwie Texte oder sowas.
Also wenn man sowas wegspeichern will, dann sollte man auf jeden Fall das PNG-Format nehmen. Ja, Verwaltung kann man. TIFF ist auch benutzt. TIFF ist sowas wie Bretter oder Steine. Damit weißt du nicht, ob du Marmor, Granit oder Sandstein meinst. TIFF kann alles drin sein. Ist wie AVI einfach nur ein Container, wo du alles drin verstecken kannst. Also TIFF selber ist nicht wirklich ein Bildformat, sondern da kannst du ganz viele verschiedene Bildformate drin verstecken. Ne? Container. Ja, ist ein Container. Der heißt TIFF und da kannst du eine ganze Menge verschiedene Sachen drin machen. Also, welche Dinge hat das? Warum macht man so einen Container dafür? Das ist historisch bedingt. Jeder hat irgendwas erfunden, so wie Microsoft BMP erfunden hat und überhaupt nicht komprimiert hat und heute manche Leute immer noch auf BMP schwören, obwohl das ja schwach ist. Gibt es ja bei Videos auch, dieses MKV-Format. Natürlich, und natürlich mit zunehmender, die Kameras werden besser, die Auflösungen werden besser und natürlich willst du nicht so irre große Dateien erzeugen und du hast irgendwann Rechner, die haben eine höhere Rechenleistung, dann kannst du wieder andere Formate dir ausdenken, die besser komprimieren, also kleinere Dateien, aber trotzdem eine hohe Qualität haben. Und manchmal so sind ja auch Tonspuren oder Beschreibungsdateien auch noch mit drin. Also ganzen Klamotten. Also für Standardfotos ist JPEG das Format schlechthin. Ist einfach so. Und wer auf ganz, ganz hohe Qualität was haben will, der macht irgendwas mit diesen RAW-Formaten. Die sind allerdings nicht so genormt. Da gibt es welche, noch nicht mal, also Canon hat jede Menge verschiedene RAW-Formate und Nikon hat seine RAW-Formate. Ne? Und wenn man mit RAW fotografiert, ist das eigentlich so, als wenn man, ich sag mal, früher einen Negativfilm hatte und in ein Labor gegangen ist und hat im Labor alles nachbearbeitet. Also wenn du RAW-Fotos hast, musst du eigentlich hingehen und musst erst aus den vielen RAW-Dateien das Foto kreieren. Ne? Dann hast du natürlich eine viel bessere Dynamik von der Tiefe, also wo sonst beim JPEG, bei den Möglichkeiten, ich sag mal, so eine ganz typische Sache, du nimmst einen Himmel auf, willst Zeichnung haben und hast ein Wald, der natürlich nicht von der Sonne gerade beleuchtet ist, ne? Dann kannst du dir aussuchen, ob du Wolken erkennen willst oder ob du Bäume erkennen willst. Ne? Denn bei JPEG, wenn du Wolken erkennst, ist meistens der Wald nur noch so dunkel. Ne? Irgendwie aber nicht mehr so als Bäume zu erkennen. Also dann die Dynamik. Und wenn du mit RAW-Bildern arbeitest, da geht das von der Dynamik her. Ne? Allerdings in der Nachverarbeitung deutlich aufwendiger. Also da musst du Spezialisten fragen. Ich weiß das nur, also ich habe das schon mal gemacht und der Fotoapparat hier, der kann auch RAW. Ne? Ich habe das eine Weile lang gemacht, habe das dann wieder sein gelassen und sagt, JPEG reicht für mich. Macht ein fähiges Farbenbild dann? Oder wie läuft das? Die Rohdaten, sind das fähige Farbenbild oder ist das... Also du brauchst einen Konverter, wo du dir anguckst und dann hast du da Regler drin, in denen du deine Bilder dann so hinziehst und am Ende rechnest du dann den JPEG um. Aber das JPEG-Bild sieht dann halt toll aus, weil die Dynamik so hingepackt hast, dass das geht. Ne? Was so im Normalfall nicht geht, weil die Dynamik zu groß ist, die du nicht abdecken kannst. Mal als Beispiel, was man da für Größen erreicht, in der Canon 7D, hatte ich das mal ausprobiert, dachte RAW, klasse, dann kriegt man schöne Bilder und kann dann schön bearbeiten und dann kriegt man pro Bild 20 MB. Und der JPEG speichert die so etwa 4 bis 5 MB. Hm. Ja. Du kannst dann auf eine Plakat angucken. Ja. Nein, ich habe mich dagegen. Also wenn man in das Farbmanagement einsteigt, das ist eine Wissenschaft, wirklich was für echte Profis. Noch nicht mal alle Fotografen wissen da genau Bescheid in dem Thema. Das ist also, wie man hier sieht, die verschiedenen Farbmodelle, dann musst du eigentlich alles angleichen. Ne? Du hast verschiedene Farbräume, ob du ein gedrucktes Bild auf dem Papier siehst oder ob du auf einem selbstleuchtenden Monitor, hast du einen ganz anderen Farbraum. Ne? Und wenn die dann alle auch noch gleich aussehen sollen oder ähnlich aussehen sollen, das ist das Kalibrieren, das ist, du musst die ganze Kette vom Fotoapparat über dein Rechner bis zum Ausgabegerät, also entweder Drucker oder Monitor oder Beamer oder so. Ne? Wenn wir die Platten hier angucken, auf dem Monitor, wobei der Beamer jetzt hier schon gar nicht so schlecht ist, ne? Sieht auch schon wieder komplett anders aus, ne? mit den Farben. Du fotografierst nur ein JPEG, oder? Ich nutze JPEG. Ich habe das mal eine Weile gemacht mit RAW, du kommst so schon nicht nach. Die Bilder mit den normalen Bearbeitungen, dann das RAW. Also das mache ich nur, wenn ich wirklich weiß, ich will jetzt hier, da kommt es drauf an und dann schalte ich mal um. Dann mache ich mal 10 Bilder damit und dann schalte ich wieder zurück auf JPEG. Ne? Kannst du auch, also bei meiner...
Kameras, die machen nee, bei der das Geschichte. Die 1100D ist das. Hm. Das Einstellung. Ja, Leuchttisch. Da kann man also Bilder mal hinziehen und dann hat man so zwei Bilder nebeneinander zum Vergleichen und kann die mal hin und her schalten. Kann man hier also auch die Einstellungen angehen. Diashow kann man halt hier einstellen, wie lang die Pausen zwischen den Bildern werden und die Standardpausen. Ne? Oder dass man weiter drückt und man kann alle möglichen Informationen damit anzeigen lassen. Ich habe mich einfach nur auf den Dateinamen beschränkt. Ne? Sortieren nach Bildqualität. Ja, experimentell habe ich noch nie benutzt, ist also eine neue Geschichte, muss man sich mal angucken. Man kann, und darum geht es genau um diese RAW-Geschichten hier, bestimmte Kameradateien hinzufügen und dann kann man auch diese RAW-Formate von so einige Kameras gibt es erkennen und Nikon wird weitestgehend unterstützt. Ja, da habe ich aber nicht eingeladen, weil ich das hier so noch nicht nutze. Die Kipi-Module, das sind die ganzen Module im Wesentlichen für die Exportgeschichten, aber auch so ein paar Bearbeitungsfunktionen. Hier, Flash-Export könnte man zum Beispiel auch machen, ne? Obwohl der Name Flash geht dahin. Und die habe ich jetzt alle mal angewählt. Wenn man bestimmte Sachen nicht braucht, dann wählt man die halt ab und hat sie dann nicht drin, dann muss man da auch nicht mal durch die Menüs klicken. Verschiedene Einstellungen. Und wieder. Hier kann man so ein paar Sachen schneller machen, aber auch gefährlicher. Ne? Wenn einen so mal nervt, dass der Papierkorb gefragt wird, macht man den Haken weg, drückt man löschen, dann ist es halt. Ne? Den Papierkorb kann man ja wieder rausnehmen. Erstmal. Ja. Da steht unwiderrufliches Löschen, das heißt, da gehst du nicht in den Papierkorb. Unwiderrufliches Löschen von Einträgen bestätigen. Verschieben von Einträgen im Papierkorb bestätigen. Also wenn ich sage, okay, wenn ich unwiderruflich, also Shift-Delete drücke, um jetzt mal so wegtasten, dann ist unwiderruflich, da fragt er, wenn ich das nicht will, dann mache ich den Haken weg und wenn ich hier Papierkorb, ne, können wir ja mal machen, machen wir wegtasten, Papierkorb, okay, ja, und jetzt hier rechte Taste und da ist irgendwo der Papierkorb. Unten, also, ja. Ja, genau. Ja, fünf Dateien in Papierkorb werfen. Wechseln. Und wechseln sie. In Papierkorb. Das fühlt ja toll. Schade. Noch nichts, sind sowieso nur Kopien. Ja, Papierkorb sollte dann. Mal gucken, ob ich was finde. Hier unten? Nee, unten. Da haben wir den Dolphin. Und hier sollte ein Papierkorb drin sein. Und das sind die fünf Bilder, die wir eben in Papierkorb geschnitten haben. Ne? Genau, und das war die Datei, wo die Nikon definitiv abstürzt. Reproduzierbar, deswegen liegt es in der Papierkorb. Also das ist, ja, jetzt haben wir... Die jetzt nicht irgendwie in der Datenbank, die auch tatsächlich dann in der Verzeichnisstruktur verschoben? Die wird rausgenommen dann. Also jetzt habe ich habe dann schnell... Sein Filter noch an mit dem Wagen. Ah ja, das sollte man erwecken gehen, genau. Jetzt ist so eine Datei ist jetzt da drin. Als PNG habe ich die, glaube ich, gespeichert, oder? Das ist eine JPEG-Datei. PNG, ja. Mit den Sachen. PNG. Und oben drin. Ja, so. Was man auch schön machen kann. Duplikate suchen. Das funktioniert ganz gut. Man muss den halt nur richtig Zeit lassen. Ne? Wenn du das machst, dann bildet der von allen Bilddateien Checksum, so wie man sonst auch Checksum von Dateien bildet, um zu sehen, ob die noch identisch sind, wenn du die weggespeichert hast oder ob einer dran rummanipuliert hat. So bildet er von allen Bildern Checksummen und dann vergleicht er jede Checksumme gegen jede andere Checksumme und kriegt dann raus, welche Bilder identisch sind. Das wäre jetzt noch eine einfache Sache. Das ist, wenn man das auf exakt stellt. Ne? Und die lassen halt
kannst noch sagen, so 5% oder 10% Fehler. Wie sie das genau machen, kann ich dir jetzt allerdings so noch nicht erklären. Kannst du auch machen und dann findet er auch ähnliche Bilder, zum Beispiel Bilder, an denen du schon mal rummanipuliert hast. Die tauchen dann auch noch als identisch auf. Ne? Und dann zeigt er immer ein Bild als Original und dann daneben so und so viele Kopien, wie er gefunden hat. Und dann kannst du entscheiden, welche du davon wegschmeißen willst, behalten willst, umkopieren willst, umbenennen willst oder was auch immer du damit machst. Das geht. Aber da rechnet er sehr lange rum, je nachdem, wie viele Bilder du halt da hast, mit welchen Größen. Ne? Das kannst du dir ausrechnen. Wenn du da ein paar Gigabyte hast, dann muss er die halt alle einlesen, alle berechnen und machen. Aber das funktioniert. Das habe ich selber schon gemacht, wo ich gesagt habe, so jetzt will ich sehen, da haben wir viel hin und her gespielt, wo sind jetzt denn die doppelten Bilder da drin? Was haben wir da doppelt weggelegt, bevor ich das mit der Datenbank gemacht hatte. So. Hast du mal die Gesichtserkennung ausprobiert? Also das ist ja jetzt ganz neu reingekommen. Ja, ja, die ist schon drin. Ich wüsste jetzt nicht, wofür ich das brauche unbedingt. Ja, alle Bilder, wo Gesichter drin sind oder so. Also du bist ja deine Frau. Okay. Müsste ich mich demnächst mal mit beschäftigen, wenn ich die hier reinpacke. Wie gesagt, in dem Digicam, was ich original noch benutze, gibt es das noch nicht. Ja. Ich bin ja immer ein paar Generationen zurück mit dem Produktivrechner. Schreib auf Factory auch. Nee, das werde ich nicht machen. Ich meine, ich steige jetzt nämlich um. Ich habe auf allen Laptops habe ich OpenSUSE 13.1, 13.2 weiß ich noch nicht. Gefällt mir noch nicht alles gut, was ich bisher gesehen habe. Mal sehen, wie die endgültige Version dann aussieht. Ne? Ja, Stichworte hatten wir hier. Ja, jetzt gucke ich nochmal ganz grob durch. Leuchte ablegen. Ja, das ist ja dieses Show-Foto. Nee, oder? Da war es doch eben das mit den Metadaten, oder? Ja, das ist Bild. Metadaten in das Bild schreiben. Die Metadaten aus Bild neu lesen und hier reinschreiben, ja. Mhm. Ja, also du kannst hier natürlich... Also wenn du jetzt Baden oder sowas einlesen... Ja, du kannst natürlich auch reingehen und die Metadaten manipulieren hier. Müssen wir nochmal ein Bild raussuchen, wo Metadaten drin sind hier. So, hier gucken wir mal in die Metadaten rein. Ja, hier sind Metadaten drin in dem Bild. So, wo war das jetzt? Zum Beispiel Zeit und Datum anpassen. Das ist so eine ganz wichtige Funktion. Natürlich macht das nur Sinn, nicht für ein einziges Bild, sondern wenn man das mit vielen Bildern macht. Und immer dann, wenn auf einer Feier drei Kameras waren und alle Uhrzeiten sind unterschiedlich gestellt und man will hinterher alle Bilder zusammenpacken in chronologisch richtiger Reihenfolge und zum Beispiel neu benamsen. Ne? Dann musst du irgendwann mal rauskriegen, wo ist dein Versatz von den Kameras zueinander. Die absolute Zeit spielt ja meistens keine Rolle, aber da, wo du die meisten Bilder von hast, die letzte und die anderen musst du halt da anpassen. Und deswegen mache ich das dann so, wenn ich das mitkriege und ich weiß, die Bilder landen bei mir, dann bringe ich zum Schluss, habe ich eine Uhr mit und dann sage ich, bitte fotografiert einmal diese Uhr. Ja? Das ist dann eine DCF 77 Uhr, weil die werden natürlich nie gleichzeitig fotografiert, aber du hast dann die echte Uhrzeit und dann zu dem, was die Kamera da reinschreibt und dann kannst du den Offset einfach auf alle Bilder anwenden und dann passen alle Bilder chronologisch zueinander. Ja. Und dann kannst du die zusammen kopieren, also das geht dann hier mit dem Stapel anpassen, da kannst du dann aufs Original anwenden, nur das Erstellungsdatum ändern und dann nach Datum und Uhrzeit sortieren und dann die Namen ändern. Und dann hast du das Ganze so auf den ganzen Stapel angewendet. Und das ist eine ganz wichtige Funktion und da manipuliert man natürlich auch die Metadaten, weil man diese Geschichten dann in die Metadaten reinschreibt. Ne? So, was waren denn hier noch mit Metadaten? IPTC und XMP. Hier Metadaten, alle Metadaten bearbeiten. So. Und jetzt kann man hier zum Beispiel Name, Künstler, Dings, sowas nachtragen. Da gibt es übrigens auch eine Funktion, dass man seine Standardsachen reinpackt und sagt, alle Bilder sollen standardmäßig die Metainformationen kriegen. Das kann man Digicam beim ersten Mal starten, fragt er das ab und da kann man das dann sofort eintragen. Und dann sagt man halt, er soll in alle Bilder, die man bearbeitet, die eigenen Copyright-Informationen eintragen. Und dann macht er das. Ne? Und die dann auch wirklich hart in die Metadaten reinschreiben lassen. Und dann sind von ab da an in den Bilddaten die Sachen drin.
So, und hier kannst du halt jedes Bild einzeln ja, manipulieren. Hier siehst du halt Datum, Zeit, könnte man hier auch zu Fuß anpassen. Ne? Wenn man es also nicht im Juni, sondern im Mai irgendwann, und dann schreibt er das halt rein. Und dann sind die anders drin. Wenn ich dann sage anwenden, dann sind die Daten geändert. Ne? Dann, gut, Linse und Gerät, ja, hier, das war eine Canon G9, also auch so eine hier. Ne? Nur die lebt nicht mehr. Die da ist mal war. Das ist eine, auch so eine, aber eine andere, die habe ich mir wieder bei dir gezockt. Warum weil ich die einfach bedienen kann. Ne? Warum lebt die aber nicht mehr? Die ist mal ganz hart ziemlich hoch runtergefallen. Ne? Auf die ist aufgekommen. Oder angekommen. Und dann wollte die Optik überhaupt nicht mehr, ne? Da drin. Und ich habe die dann auch auseinandergenommen und zerlegt und habe überlegt, aber das kannst du knicken. Ne? Für 99 Euro bei eBay eine gebrauchte. Die hatte noch nicht mal Schramm dran. Ich glaube, die hat 5000 Fotos gemacht mit dem ganzen Ding die Zeit. Also die war wirklich aus wie neu, wie ich die Geräte. Für 99 Euro. Ist da ein Bildzähler mit bei? Die hat auch ein Bildzähler, den kannst du natürlich zurücksetzen. Ne? Ach so, okay. Aber ich glaube nicht, dass er mehr gemacht hat, weil die sah so aus. Ne? Also hier mal. Meine sehen nie so aus, weil ich die natürlich auch im Motorrad. Na gut, also hier kann man alles Mögliche dann manipulieren. Ob das Sinn macht oder gar nicht macht, muss jeder dann selber wissen. Hier gibt es die Hersteller, diese Informationen, da kannst du was zu sagen. Ne? Das sind so ja, Informationen, die so sehr. Das steht für International Press Telecommunication Council. Also, das ist, zum Beispiel, also Pressefotograf arbeitet, also und jetzt zum Beispiel irgendwie ein Konzert oder sowas halt fotografiert. Oder was weiß ich, hier Filmpremieren oder sowas, also hat man in unserer Agentur halt ziemlich oft. Und dann halt, dass man halt beschriftet, also was das Ereignis ist, also welche Person man da drauf sieht, dann halt Keywords und sowas, also kann man ja auch mit den Dings machen, also und XMP. XMP ist der neue Standard des XML. Soll das eigentlich ablösen? Ja, genau. Ja. Gut, wer es braucht? Ne? Also ist ein wichtiges Feature. Also ja, klar. Also für die Klientel auf jeden Fall, ob man es privat wirklich braucht oder nutzt, ist eine andere Geschichte. Ne? Das meine ich damit nur. Nee, dass das eine sinnvolle Geschichte ist für Profifotografen oder für Leute, die das professionell machen, keine Frage. Ne? Ja, also im Agenturgeschäft kommen ja auch mehr immer die Armature halt. Ne? Also jetzt mit Microstock und sowas, Isofoto und Dollar Foto Club, was ich da gezeigt habe. Und da wollen die Keywords und sowas wollen die natürlich dann haben. Und so. Man kann natürlich jedem Bild auch Geoinformationen in die Metadaten reinschreiben. Also sprich, wenn man weiß, wo das Foto aufgenommen ist, und dann kann man sich hinterher bei MapQuest, bei Google Maps oder so, wenn Informationen dann da sind, das dann anzeigen lassen, wo das Foto war und da eine Spur machen. Ne? Das Ganze kann man auch, wenn man ein GPS-Gerät dabei hat und den ganzen Tag mitgeloggt hat und man sagt, die Uhr passt, Kamera und GPS. GPS stimmt sowieso, aber wenn die Kamera richtig gestellt ist, dann kann man hinterher die Geoinformationen, die am dichtesten, also von der Zeit her am dichtesten mit dem Foto übereingestimmt haben, dann kann man die da einfach reinrechnen lassen. Das funktioniert hier mit den Sachen. Da muss man halt das GPX-Format von Garmin, also die speichern damit die Tracks ab. Also damit locken die in unregelmäßigen Abständen, mal wenn Änderungen waren, halt die Position, schreiben halt Datum und Ort da rein. Und dann sagst du einfach, Kamera und GPS waren immer sehr nah beieinander, also nicht weiter als einen Kilometer weg, dann ist das schon eine gute Näherung. Ne? Oder so. Und dann standst du da die Sachen rein und dann weißt du genau, aus welchem Bereich die Bilder waren. Ja, die Handys können ja mit GPS tag. Mittlerweile schon so. Und es gibt mittlerweile auch Fotoapparate, die das können, die allerdings sehr akkuhungrig sind. Ein Kollege hat das Ding gehabt, hat das sofort wieder, der hat die 4 Wochen, also die er bei Amazon hatte zum Umtauschen, nicht ausgenutzt. Der hat die nach einer Woche wieder abgegeben, dann war das erledigt, das Thema. Mit der Kamera. Ja, also das sind die Geodaten-Infos hier. Das waren die Stichworte. Verlauf, Speicher, gut. Nicht die Stichworte.
genau, mit den Filtermöglichkeiten, die man dann im Wesentlichen ja für den Export braucht. Also wenn man seine Daten zusammen hat und man sucht halt nach bestimmten Kriterien Fotos raus, dann will man damit ja immer entweder einen Dateiexport, einen E-Mail-Export oder auf eine Homepage oder wo auch immer. Oder halt bei den vielen, die hatten wir vorhin gezeigt hier, ne? Also da haben sie wirklich irre was programmiert. Ne? Wobei ich immer nur E-Mail benutze, Datei benutze und HTML benutze. Und beim HTML halt mit diesem speziellen Plugin, das gefällt mir am besten, wo die Bilder dann auch skaliert werden. Früher habe ich reines HTML gemacht, aber das ist heute nicht mehr ganz zeitgemäß, weil die einen so einen kleinen Tamagotchi-Bildschirm und die anderen so einen Riesenbildschirm. Und dann ist es immer ein bisschen besser, wenn es auch auf das Endgerät angepasst wird. So, das machst du dann mit diesem Umbearbeiten hier, Größe konvertieren und dann sagst du zum Beispiel, kannst du ja dieselbe angeben und dann ein anderes Verzeichnis angeben. Du hast einen Filter gesetzt, hast jetzt deine 20 Bilder ausgewählt und dann, wenn ich jetzt einfach in ein anderes Verzeichnis nehme, nur diese 20 Bilder. Ja, dann, dann gehst du hier einfach hin und hier, was weiß ich, wir machen das hier mal weg mit den Geschichten. Also du hast deine entweder gefiltert oder halt ausgewählt. Ja, dann sagst du einfach hier irgendwo hier oben, zum Beispiel rechte Taste, neu. So. Zwei sind wir hier schon heute, ne? Und wenn du da eine Kategorie zu angeben willst, hier, Natur, ja. Und dann benennst du das, natürlich ist das heute der Test 2, aber könnte man natürlich auch was sinnvolles hinschreiben. Du kannst dann auch das Datum dieses Albums noch anpassen, sonst nimmt er das aktuelle von heute. Ne? Sagst du okay, dann hast du jetzt erstmal hier das Test 2. So, und jetzt weil ich mir leider nicht mehr gemerkt, welchen wir hier markiert hatten. Ah, hier, ist auch egal. Die hat man markiert. So, und dann schiebst du hier rüber. Und dann sagst du kopieren oder verschieben. Also hierher kopieren. Und dann hast du die Bilder da drin. Und das kannst du natürlich mit allen Filtern, mit allen Dingern, und wenn du sie doppelt machen willst, die Bilder. Und dann hast du sie da drin. Und du kannst natürlich dann auch einfach in dein persönliches Verzeichnis gehen, unter Bilder. Da gibt es das Test 2 und da sind genau die Geschichten drin. Ne? Und kannst dann da genau mit arbeiten. Ja. Also ich weiß jetzt nicht, wir können ja mal ein bisschen live machen hier. Wir haben ja einen Fotoapparat. Ach, das ist jetzt ohne Blitz. Mal sehen, ob das schön scharf wird. Ja, das ist cool. Ich habe gar keinen. So, und jetzt lesen wir mal die Fotos von eben ein hier. So. Jetzt könnte man hier gleich sagen, Fotos mit Digicam runterladen, dann ist das da drin. Was ich immer mache, ich öffne die mit dem File Manager. Ne? Ja. Ja. Und jetzt sind das die letzten zwei Fotos von heute hier. Ne? Ja. Ctrl-C, persönlicher Ordner, Bilder, packen wir noch mit bei den Testordner dazu. Dann brauche ich keinen neuen machen. Ne? Ja. Und dann bin ich fertig. Erstmal, außer dass ich die nochmal in den Originalordner packe. So. Ach, deutlich hier. Da ist die Bildung. So. Hier sind die beiden Bilder von eben. Neu, ne? Die ich gemacht habe. Und wenn wir die jetzt bearbeiten wollen, dann drücke ich einfach F4 für bearbeiten. Ne? So. Das ist live. Mit den Geschichten. Jetzt können wir gucken, ob das schon. Ja, also. Bisschen. Ich denke mal, hat es ein bisschen besser gemacht, ne? Mit der automatischen Korrektur. Und würde man dann sagen, okay, Korrektur drin. Ja, und dann natürlich wenn man so die üblichen Geschichten, ne? Foto, wenn man was darstellen. Achso, ja, für dieses Auswählen. Da gibt es auch mal so schicke Geschichten, wo war das? Das ist mit dem weiteren Schnitt und so. Genau, solche Geschichten. Das hat, haben sie das wäre ja auch 16:9 dann fertig, ne? Und dann 14:9. Ja, hier oben können wir jetzt natürlich auch hier 10:7, 16:9 wird bestimmt auch irgendwo sein hier.
9:16. Ja, ja. Aber Goldener Schnitt war auch oben bei dem Format. Ach ja, hier, genau. Da ist der, goldene Schnitt hier gleich. Genau, hier hinten. Hier. Ja. Aber der goldene Schnitt sagt dem einen oder anderen was. Ne, dass man immer sagt, so alles was hier in der Mitte drin ist, das ist besonders betont. So, da soll man Wert drauf legen. Ne. So zum Beispiel, wenn wir jetzt das Action-Foto machen. Okay. Das war jetzt ohne Blitz hier drin. Ne. Deswegen, so, jetzt können wir auch probieren, ob wir das noch ein bisschen geschärft kriegen. Ja. Heute ausgekommen? Wie bitte?
Ist das heute rausgekommen, wenn ich sage? Das ist das 9. 10. Das ist das 9. Ja, 10. Ja, ist heute rausgekommen. Ja. Und die andere ist hier vom 16.9. Die Fehler sind schon behoben. Vielleicht, ja. Eben da haben Sie jetzt auch das Wasserzeichen in der neuen, offiziell. Also hier stehen so ein paar ganz nette Geschichten drin, was auch immer. Hier sind auch einige Beispiele drin. Ne? Hier die verschiedenen Releases jetzt nur, aber die haben bei dem einen Programmierer, der wird auf seine Homepage verwiesen, also der hat da auch eine ganze Ecke Beispiele gezeigt, wie er Bilder bearbeitet hat, was er damit gemacht hat. Ne? Also wie gesagt, für eine gute, also ich sag mal ein Bild, wo du sagst, den Hintergrund freistellen, einen anderen Hintergrund reinmachen und alle möglichen Anpassungsarbeiten, immer GIMP. Ne? Das ist ein Bild bearbeiten mit GIMP, das ist einfach genial, das Werkzeug dafür. Ne? Aber für eben eine ganze Menge Fotos, wo man eben nur die Größe anpassen will, bisschen Kontrast, bisschen Farbe, paar Ausschnitte, drehen, Winkelkorrekturen oder hier die perspektivischen Verzeichnungen machen, immer Digicam. Du kommst da so schnell durch, wenn du dir erstmal die Werkzeuge rausgelegt hast beim Bearbeiten, ne, ist man ruckzuck, also das ist jetzt kein Witz da, 100 Fotos pro Stunde oder so, das schafft man ganz locker damit. Bei GIMP musst du erstmal einen Lehrgang machen. Das Programm ist so mächtig und kann so viel. Ich mache mir das Weiche zu. Wenn ich zumachen muss, habe ich nur ein Fenster geschlossen. Ich denke, was ist das Richtige, um alles zuzumachen? Weil das ja drei Einzelteile sind. In der neuen Version kann man die auch zusammenpacken. Also in der neuen Version kann man auch sagen. Fenstermodus. Genau. Okay. Ja, wir haben ja hier GIMP auch drauf. Ist ja nicht wie bei armen Leuten. Das ist der Einfenstermodus. Wow. GIMP mir alles. Weißt du aus dem Kopf, wo da das mit dem Gamma-Wert ist, wo Helligkeit, das muss irgendwie anders heißen, das gibt es nicht so mit der Namensbezeichnung Gamma. Also wenn jetzt hier im Bild mit GIMP aufhellen will. Welche Taste? Gehen wir mal rein, Farben. Helligkeit, Kontrast, da sollte das eigentlich mit drin sein. Nee, haben Sie hier genau den Gamma-Wert nicht mit drin, dann haben Sie den einzeln. Du kannst natürlich Farben über die Kurven machen. Hier, das ist die gleiche Geschichte wie hier beim anderen, ne? Das so auszuprobieren. So, Gamma, wo war das? Muss aber hier irgendwo drin sein. Ist das nicht immer so Farbton und Sättigung? Farbton und Sättigung da vielleicht mit drin? Ja, ist nur Sättigung. Oder heißt das Sättigung? Ich habe diesen Gamma, das ist noch nie irgendwo gefunden in einem Namen. Nee, hier nimmst du ja die Farbe raus. Hier ist sie hier. Also wenn du Sättigung machst, dann drehst du bis zum Schwarz-Weiß hin oder noch mehr Farben dazu. Nee. Also der Gamma-Wert ist schon, Gamma ist Gamma, ne? Aber wo machen die das hier, weiß ich jetzt nicht. Ja. Bei den neueren. Wer sein könnte es nur. Oben. Na, hier spreizt du nur die ganzen Werte. Also da kannst du dann die ganzen Teile ein bisschen zusammenziehen hier. Und mehr auf hell oder den Dunkelwert runterziehen. Ne? Aber wie war das? Wo ist das genau? Kann ich dir jetzt so nicht sagen, wo sie das jetzt verschickt haben. Und über die Höfe findet man das nicht? Hast du die natürlich lokal liegen, die kannst du auch lokal hier bei der Geschichte haben sie die nicht.
lokal mit installiert. Und mal gucken, ob wir hier drin jetzt eine Suchfunktion haben. STRGF. Ja, das ist, ich würde natürlich jetzt nach Gamma wegsuchen. Oder haben Sie ein Stichwortverzeichnis? Im STRGF? Standfach, Stichwortverzeichnis, ganz da eben mit drin. Oh. Ganz unten. Da ist Stichwort. Hilfe, hier fehlt die Hilfe, Stichwortverzeichnis. Ach ja, genau. So weit unten war ich noch nicht. Bei dieser Hilfe ist, dass man darin direkt eine Suchgeschichte eingeben kann. Das wäre die F-Button? Meinst du die F, die da unten? Die jetzt Kamera. System, wo ich produktiv arbeite, habe ich die Hilfe auch direkt installiert. Ja. Das war hier jetzt wirklich so wie die Wetter von OpenSUSE 13.2 kam, so habe ich die installiert und habe 3-4 Programme nachinstalliert, was ich so haben wollte. Aber sonst habe ich nichts weiter gemacht, habe das nur durchgecheckt. Ne? Der Installer ist gut, ne? Ja, ist vor allem das Ding bootet auch schweineschnell. Das hatte ich nicht, also da haben sie nochmal einen Schritt. Also 13.1 ist schon richtig schnell. Und das Ding, der überarbeitete Installationsprozess ist ja schon cool. Ja, von meiner Seite wäre es das dann, dass wir nicht zu doll überziehen. Ne? Ja, genau. So.